Hallo, ich bin's wieder. Herzlich willkommen zu Sunny Highway. Jetzt geht's gleich los mit Martin Luther und es wird richtig spannend. Passt gut auf. Was ist denn dann passiert, Papa? Ja, hat er überlebt? Martin Luther musste fliehen. So, in die Säcke. Geht nach hinten und wir beide warten vorne. Vor. Ja. Ich immer. Doch, doch. André, doch nicht etwa. Räuber! Ja! Bruder Johann, ich kann nicht sehen! Wir Räuber! Los! Friedrich? Ich verstehe nicht ganz. Ich dachte, mein letztes Stücklein hat geschlagen. Ja, Dr. Martin Luther, es ist mir ein Vergnügen. Sie können sich nicht vorstellen. Tut mir leid, dass ihr so eine unbequeme Reise hattet. Aber wieso das Ganze? Martin, schaut mich doch nicht so an. Nachdem der Kaiser euch für vogelfrei erklärt hatte, fürchtete ich um euer Leben. Ich musste euch einfach entführen lassen. Aber keine Angst, ihr seid jetzt hier auf meiner Burg, der Wartburg. Und ihr bleibt hier, bis sich alles wieder gelegt hat. Gut. Ja? Aber denkt ja nicht daran abzuhauen. Friedrich, ich muss wissen, dass ihr in Sicherheit seid. Friedrich, vielen Dank. Gerne, du bist jetzt hier in Sicherheit. Aber denk dran, du heißt jetzt Junker Jörg. Das ist dein Geheimname. Junker Jörg. Junker Jörg, alles klar. Komm mit, ich zeig dir. Danke, Friedrich. Himmlischer Vater, was kann ich nun tun? Ich bin geflohen vor dem Kaiser, vor dem Papst. Und ich bin jetzt hier. Ich kann nicht mehr weg. Man würde mich töten. Was kann ich tun, Herr, dass diese Menschen dort draußen, dass diese Menschen von deiner Botschaft hören, die Wahrheit hören? Das werde ich tun. Danke, Vater. Danke, Vater, für diesen Gedanken.
Das werde ich tun. Ich werde die Bibel ins Deutsche übersetzen. Und dann wird sie jeder lesen können. Jeder Mensch in seiner eigenen Sprache. Diese Zeit, die ich jetzt hier habe, sie ist nicht vergeudet. Ich werde sie genau dafür benutzen. Also stellt euch vor, Luther kam in eine Burg, die Wartburg. Und dort hat er in nur 11 Wochen das ganze Neue Testament aus dem Griechischen übersetzt ins Deutsche. Das war schon eine Leistung. Der Luther war dort 12 Monate in dieser Burg und hat noch viele andere Bücher in dieser Zeit geschrieben. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal rüber zum richtigen Luther-Denkmal. Komm. Das sieht ja aus wie eine Burg. Ja, ein feste Burg ist unser Gott, hat Luther geschrieben. Und dem ist es ein bisschen nachempfunden. Guck mal, den kennt ihr doch von der Geschichte. Das hier ist Friedrich der Weise, Kurfürst von Sachsen. Es ist Gott, der uns erschaffen hat, und unser ganzes Leben hält Gott selbst in seiner Hand. Er ist der König aller Könige, er war und ist und bleibt bestehen.
ist voll Liebe und Gerechtigkeit, ein Gott, der wirklich lebt. Er ist der König aller Könige, er war und ist und bleibt bestehen. Er ist voll Liebe und Gerechtigkeit, ein Gott, der wirklich lebt, ein Gott, der wirklich lebt. Hallo liebe Kinder, herzlich willkommen zur Bibelentdeckerrunde. Puh, das war richtig schwer. Etwas zu übersetzen aus einer fremden Sprache in seine Muttersprache. Umgekehrt ist es leichter womöglich. Und Dr. Martin Luther musste ja vom Griechischen, das Neue Testament vom Griechischen in das Deutsche übersetzen und das Alte Testament vom Hebräischen, teilweise Aramäischen ins Deutsche. Wisst ihr, warum es damals Griechisch war? Weil das im Römischen Reich das eine Universalsprache war, so wie heute Englisch eine Universalsprache ist. Und ich habe Freunde, die aus Griechenland kommen, die haben mir mal dieses Wörterbuch hier geschenkt, Universalsprachführer Griechisch. Und wenn ich zum Beispiel zu euch jetzt sagen will, guten Tag, dann sage ich Kalimera. Wunderschöne Sprache. Und das, was Dr. Martin Luther übersetzen musste, war nicht dieses heute geläufige Griechisch, sondern Altgriechisch. Das war noch schwerer. Und das Problem beim Übersetzen ist, zum Beispiel, wenn wir sagen, oder im Englischen gesagt wird, it's raining cats and dogs, dann müsste ich ja ins Deutsche übersetzen, es regnet Katzen und Hunde. Das gäbe aber im Deutschen keinen Sinn. Wir würden vielleicht sagen, es gießt aus Strömen oder es ist schlechtes Wetter und so weiter. So, man muss sehen, welche Worte kann ich überhaupt finden? Und die griechische Sprache und auch die hebräische, die haben viele Wörter, die haben wir gar nicht. Und da müssen wir dann ein passendes Wort dazu finden oder es sinngemäß übersetzen. Und das musste alles dieser Dr. Martin Luther machen, der noch kein Internet hatte, keine digitalen Wörterbücher und so weiter. Gott hat ihm ganz, ganz, ganz viel Gnade dazu geschenkt, sodass wir heute und die Bibel in unserer Muttersprache lesen können. Mittlerweile gibt es ja viele Übersetzungen, die Elberfelder-Übersetzung, Neues Leben und so weiter. Eine englische Übersetzung habe ich hier auch. Und natürlich die Übersetzung von Dr. Martin Luther. Und ihr könnt das ja mal selber versuchen. Einen Vers aus der Bibel, nimmt mal den Vers 1 von Psalm 23 und den lest ihr in eurer Muttersprache und übersetzt ihr mal ins Holländische oder ins Spanische oder ins Portugiesische oder ins Russische. Sucht euch eine Sprache mal aus, versucht es mal mit einem Wörterbuch oder ihr fragt eure Eltern, euch dabei zu helfen. Dann werdet ihr sehen, wie schwer das ist, schon nur einen Vers zu übersetzen. Aber versucht es mal, mal dazu ein wunderschönes Bild und schickt das alles an die bekannte E-Mail-Adresse kids@sunny-highway.de. Und wie immer brauchen wir das bis Dienstag 18 Uhr. So, jetzt kommt die Preisverleihung und ich hoffe, dass du gewinnst. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. Willkommen zur Preisverleihung, aber zuerst schauen wir eure Bilder an.
wird sich gleich 15 Mal drehen und mit dem Ball auf die Kegel schießen. Gewonnen hat Damaris und Josia. Herzlichen Glückwunsch! Sunny Highway.